die 2000-Euro-Katzen, Digga. Ich höre, für 2000 Euro ein Haus hier kaufen, Digga. Okay, unbedingt die Links in der Beschreibung ab. Lasst einmal bitte Heike Liebe da für dieses Geschenk, was er mir gemacht hat. Er hat mir ein Geschenk fürs Leben gemacht. Und ah, hat Heike den Geschenk? Krass. Support für den Sponsor des heutigen Videos da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Nein, das ist keine Bengalkatze. Ich bin richtig normale. Weil gleich ist es soweit. Der Heike kauft mir eine Katze. Bengalkatze. Und die sind richtig heftig, richtig anstrengend. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch weniger Videos mache, dann liegt es daran, dass ich jetzt ein Kind habe. Für mich ist es keine Beleidigung. Dann bin ich der Sohn einer Hure. Digga, Leute, Leute beim Alter gehen heiraten und so. So, der Heike hat jetzt gedribbelt. Impfpass. Ja. Und die ist entwurmt. Aber du musst die danach noch einmal entwurmen, haben die mir gesagt. Genau, und ich muss auch noch mal impfen. BioNTech oder so. Nette Frau. Die Katze. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich, ist ein Kater. 14 Wochen alt. Bevor wir die Katze aber abholen, geht der Heike mir jetzt noch ein paar Spielsachen für die kaufen. Futter. Was? So, bin ich Hasbro oder was? Boah, weiß ich, wie ich die nenne. Ich würde den Haikuko nennen. Ja, weißt du ja. Wenn ich dann mit der Sex habe, dann denkst du an dich. Junge, wie oft hast du mir erzählt? Ich sag dir, wie man diese Aussagen, Digga. So eine Katze. Das hat mich gedacht in dem Moment. Ja, das ist echt. Dann war ich noch besser. Du magst diese Duftmarkiere. Boah, hier riecht's einfach wie auf Unges Kopf. Die Bengalkatze ist gespielt und sehr intelligent. Ja, super toll, Club, Bruder. Nimm alles mit. Nein, nein, das ist aus Leder. Das macht mich geil. Warum, Bruder? Ich weiß nicht. Stell dir mal vor, so ein schöner Mann mit blauen Augen. So auf allen Vieren und so und hat so einen Maulkorb. Ja, Digga, glaub mir, du hast diesen Typen nicht gesehen, Schöre. Der in Club, Digga, der war wie, der war auch so einer. Der war ganz anders, Digga. Mit seiner schwarzen Maske und so. Der hat mich richtig an diese einen, Mimi. Diese Dings ja. Erinnert, Alter. Die ganz verrückten Leute. Aber ich frage, hat der nicht, war auf Kanye West Trip oder nein, so Digga, was? Der war auf Satan Trip, glaub mir. Der war auf sowas. Kann nicht reden, so. Hau. Ganz komisch. Ich muss gerade an so einen schönen Perser denken, der das so trägt. Hier ist gerade eine Frau mit ihrem Mann und die ist so Nahrungsmittel XXL gegangen. Ich glaube, die kauft für den, weil er so fett ist, der Bastard. Ich brauche das Katzentoilette, weil das mal stinkt. Ist das gut? Du tust das, wärst du gerade den Douglas, Bruder, und du willst Düfte testen. Ich sag dir. Digga, Michi hat heute seine ganzen Düfte allen Leuten vorgestellt. Heute haben wir ein paar Düfte vorgestellt. Du hast die Leute auseinandergenommen. Man dachte, Michi ist DM, Dings-Mitarbeiter. Wie heißt Douglas-Mitarbeiter. Ehrlich, Baby. Aber ich hab überzeugt. Wenn die Eltern mit kriegt die Milchpuder. Schöre, der holt Dings raus, er holt zack, zack. Guck mal, riech mal das. Riech mal das. Ja, das riecht gut, ja. Boah. Ja, Bruder, das ist krass. Also. Digga, ich schwöre, Bruder, er hat präsentiert, als wären das seine Düfte. Klingel. Weißt du, was ich mich aber zum Beispiel auch frage? Wie sieht's eigentlich bei Katzen und sowas aus? Kann man da auch gendern? Katzinnen. Was ist denn zum Beispiel, wenn eine Katze ein Kater ist, aber eigentlich gerne eine Frau wäre? Du kannst ja nicht einfach über eine Katze bestimmen. Gut, dass Tiere diese Probleme nicht haben, Digga, ehrlich. Ich will die Katze gar nicht machen, weißt du das? Krass, wir haben gerade einen Anruf bekommen von der Besitzerin der Katze. Die ist vom Kratzbaum gefallen und jetzt ist die am Humpeln. Leute, ich hoffe, dass ihr alle halbwegs gut versichert seid. Genau für solche Fälle gibt es. Klar! Das war Übergang. Ja, Digga, er hat Werbung auf neues Level gebracht. Wenn deine Katze mal kaputt geht, wenn du einen Dachschaden hast, was auch immer, dann könnt ihr... Klar, beste, Digga, ich werde mich an wegen Amazon-Gutscheinen. Beste Lieben. Aus und jetzt habt ihr halt gesagt, dass die dann mit dem Preis auch runtergegangen ist. Also wir zahlen jetzt 500 Euro statt 650, wobei mir das Geld bei so Tieren egal ist. Voll geil. Bist du behindert? Was? Mir? Nein, dass die mit dem Preis runtergegangen ist. 150 Euro bleiben übrig für Tipico. Das ist so, wie wenn du ein behindertes Kind kriegst. Das wirfst du ja auch nicht einfach weg. Ja, nee, wir holen die jetzt ab. Ja. Das ist er. Jetzt chillt er hier mit uns. Die ist fame, geil. Hörst du das? Schwamm GGC, Bruder. Die ist wirklich sehr sauber, sehr süß. Und die hat noch zwei Augen, das ist auch krass. Er fragt sich, wie lange noch. Als allererstes müsst ihr die Katze nehmen und die in die Toilette tun, damit die schon mal weiß, wo das Katzenklo ist. Weil das auch schon dicke Eier, das sieht man von hinten. Ah, die ist süß, Digga. Vor allem Babykatze. Babyhaustiere allgemein, richtig süß, Digga. Ja. Alles im Baby ist süß. Ja. Alles, was klein ist, ist süß eigentlich. Ey, übertreib deine Rolle nicht, du Hurensohn. Was du mit Mario machst. Moin, was geht? Einfach Sony-Katze, kommst mit Nintendo macht. Ich habe wirklich ein bisschen Sorgen, wie ich das mache mit meinen anderen Katzen. Und die aneinander zu gewöhnen, wird das war voll die Herausforderung. So Leute, das war jetzt meine erste Nacht mit dem Kleinen hier. Hey! Und ich bin nicht ganz ehrlich, der war schon bös anstrengend, der Bastard. Der ist in der Nacht die ganze Zeit so zu mir ins Bett gekommen, dann schmust er und dann spielt der die ganze Zeit. Ja, also das ist süß, Digga. Eine Katze, die ganze Zeit spielen möchte und so. Hast du eine? Schwamm. Leider nicht. So, also, ne? Hat er, glaube ich, von mir.
Ja, fick meine Kamera. Chill, Bruder, ich brauche meinen Kanal noch. So, Leute, jetzt gleich wird der Balkon nochmal neu vernetzt. Ich habe meinen Katzen einen neuen Kratzbaum geholt. So, den Kratzbaum habe ich jetzt aufgebaut. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, was ich noch wisst. Wie viele Katzen hat er eigentlich? Ich glaube, 3 Stück oder so. Also 2 auf jeden Fall. Also 2 hat er jetzt, glaube ich, die dritte, ja. Sachen so habe für Katze. Eine elektrische Katzentoilette. Wenn die Katze scheißen oder pissen geht, ne, dann ist da automatisch so ein Sensor. Guck, die macht dann so das saubere Katzenstreu bleibt dann da und das verklumpte bzw. das dreckige Katzenstreu geht dann in diesen Behälter rein. Leute, dann habe ich noch das hier. Das ist ein Katzenstaubsauger. Also da habt ihr eine bestimmte Lautstärke, die angenehm für die Katzen ist. Und dann könnt ihr einfach eure Katze so bürsten. Dann wird der einfach an dieses Dach. Wenn du ein Haus hier holst, musst dein Haus auch oder deine Wohnung auch auf das Haus hier anpassen, Digga. Ja, klar. Das ist nicht nur, du holst das hier, ich fähr vorbei. Digga, du musst das und das. Du musst das berichtigen. Digga, das ist schon ein Film, Alter. Krass. Deswegen ist Haus hier doch nichts für mich. Obwohl ich Bock hätte eigentlich, aber. Aber nur eine Katze, weil die sind selbstständiger als Hunde, Digga. Hunde, oder? Hunde cooler. Jeden Morgen aufstehen und so. Korrekt. Aber Hunde cooler. Ja, safe. Aber. Eingesaugt. Jetzt zieht ihr so einmal gebürstet. Dann macht ihr so, so, stiff und die Haare sind weg. Und diese elektrische Katzentoilette habe ich auch noch. Die ist richtig cool, die kann man sogar über WLAN steuern und so. Die sagt euch, wann die Katze auf Toilette war, ob die Katzentoilette jetzt voll ist. Das ist denn laut? Über die App zum Beispiel die Toilette leeren. Und wenn man das leert, das sieht dann so aus. Die Katze geht da rein, chadam, je nachdem, was sie machen will. Und danach geht das so. Und die Toilette hat auch einen Sensor, das heißt, wenn die Katze dann drin war, merkt ihr das. Das ganze saubere Streu fällt durch dieses Netz. Jetzt fallen die Klumpen, also das dreckige Katzenstreu da rein. Und jetzt kommt das ganz saubere Streu einfach wieder zurück. Yeah. Oh, was ich auch noch empfehlen kann, falls es so nach chadam und so oder nach Katze, weil ihr einfach halt Katze habt. Das hier gibt's einfach im Kaufland. Das ist so Duftdingen, ne? Guck mal. Das ist so ein Ding, das geht auch. Ich habe mir das auch mal gekauft, aber irgendwie hat das nie was gebracht, Digga. Das ist richtig, ich weiß nicht. Das ist das, wo man Wasser reinmacht? Ja, ja, diese Diffuser. Irgendwie aber ich kenne aber ein großes. Wir hatten auch mal ein großes. Nein, ich war bei jemandem, der hat so ein groß gehabt. War krass? Ja, das war heftig. Ja, das auch wollen, weil ich finde, das ist schon gut, Digga, sowas zu haben. Das war echt krass, Alter. Wir hatten auch mal so ein Teil, aber irgendwie, ich weiß nicht, hat nicht so gezündet. Automatisch alle paar Minuten an. Viele haben mich auch gefragt wegen meinem letzten Katzenvideo, was ich da empfohlen hatte, falls mal die Katze in die Wohnung macht, weil die gestresst ist oder Fairway Classics. Das sind die Dosen und ihr kriegt dazu so einen Adapter und könnt ihr das so in der Steckdose einfach. Und was ihr auch unbedingt braucht, wenn ihr eine Katze habt, wenn ihr so schwarze Klamotten tragt, so einen Fusselroller, das macht ihr so über eure Klamotten. Das sind alle Fusseln weg und Katzenhaare. Und das ist alles unbezahlte Werbung. Ich will jetzt nur ein paar Tipps geben, so für die Leute, die eine Katze haben wollen und so. Bisschen teurer, aber ich schwöre, damit macht ihr eurer Mutter weniger ab. Steh auf, Hurensohn. Die ganze Nacht lässt mich perfekt schlafen. Jetzt so süß, die Kerlmama. Steh auf, du. Ich hab mich gefickt. Ich hab den jetzt seit 5 Tagen, 4 Tagen. Ich hab euch ja gesagt, der liegt mit mir im Bett. Und dann musste er die ganze Zeit mit seinem Sipp hier hinten, mit diesem Schwanz hier von sich rumspielen, ne? Ihr müsst euch vorstellen, der lag so an meinem Bauch. Auf einmal, der dreht sich um. Ich hab so Pyjama-Hose, die sind einfach so dünne Stoff. Und da hab ich Eierkleifer, nochmal dünnere Stoff. Hat so ganz leicht meine Eichel getroffen mit seiner Kralle. Bruder, ich war am Ende. 2. Beschneidung, nur ohne Feier. Mit diesen Krallen, genau so. Chill, chill. Ich schwöre, das ist so ein gruseliges Spielzeug. Ja, man darf nicht vergessen, ne? Katzen haben auch Raubtierinstinkt, Digga. Ne? Wenn die Vögel uns so sehen, die greifen die an, Digga. Diese radikalen Mäuse und so auch, Digga. Ja, oh, Mäuse. Fertig, Digga. So wie auf der Packung sieht das bei mir nicht aus. Aber ich habe noch ein viel, viel geileres Spielzeug. Und zwar das hier. Kleine Fatze, du, erstmal dicke Eier und jetzt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Ey, wie geht's so asozial, Digga? Was hat der da, ey? Sehr cool! Ah, ich hab die Schnappen von der Straße. Soll ich eure Katzen auf die Eier gehen? Arbeer für Katzen. Und ich bleib da mit den Jejos. Nachdem ich dann so eine Stunde... Schraff, wie der coolste, Digga. So mit denen einfach... Guck dir mal seine Instagram-Stories, der ist echt cool. Auch so gespielt habe oder je nach Katze, danach gebe ich denen so ein paar elektrische Katzenspielsachen, womit die sich selber beschäftigen können. Ich muss den aber noch dick erziehen, ich merke das. Ja. Der ist noch ein richtiger... Hundefriseur, zu viel bezahlt. Und wisst ihr, was auch ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr eure Katze spielt und so? Legt euer Handy weg. Nicht diese, ich bin mit einer Hand am
Handy und mit der anderen Hand spiele ich mit der. Das ist so ganz wichtig, dass ihr euch dann so wirklich komplett auf die Katze konzentriert und so, weil die merken sowas. Auch wenn das ein Haiwans sind, manchmal sind Tiere die besseren Menschen. Leute, ich habe jetzt eine Woche lang meine Katzen den neuen Kater so durch einen kleinen Türspalt beschnuppern lassen und so. Die standen sich auch schon gegenüber, natürlich Gefauche, dies und das. Aber jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, weil jetzt werde ich den neuen Kater in die Wohnung bringen, damit der jetzt endlich mit meinen Katzen und uns allen zusammenleben kann. Henriette, goldene Kette! Ich bin gerade bei Arnold. Kennst du, wenn er so rauskommt, so 100 Tiere rauskommen, Bruder, warte. So, ich geb den Katzen jetzt was zu essen. Als wenn das Moslems sie gefastet hätten, Bruder. Guck mal, die wichsen sich alles, Bruder. Hurensohn, Alter! Das ist ein Pokémon, ist das, Bruder, keine Katze. Fotze. Bist du ein Kater oder eine Katze, Alter? Ich komme mit Großfamilie, wir wollen das. Das ist Survival of the Fittest. Meine Kinder sind am Essen. Jetzt alles gut, jetzt kann ich deren Mutter fehlen. Digga, ey, wie geil, Katzenkanal kommt auf jeden Fall bald, Digga. Ja, aber bald kommt Katzenkanal. Das, Digga. Also soll mein Hund jetzt holen, also? Der Hund ist echt cooler, Digga. Hund ist cooler, ehrlich. Er soll mein Hund holen und zeigen, wie er den von Anfang an erzieht, Digga. Boah, das wäre so spannend. Das würde mich interessieren. Aber Red TikTok ist ein, Digga.